Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Job Review hier auf meinem Kanal. Euer Support ist in letzter Zeit wirklich ganz cool. Wir haben mittlerweile auch schon die 40 Abonnenten geknackt und ich würde sagen, wir switchen rüber in den Item Shop. Bevor ich allerdings das mache, könnt ihr natürlich ja gerne auf ein Abo und Like drücken, um mich zusätzlich noch weiter zu supporten. Und dann gucken wir uns erstmal die ganz rechte Seite an. Hier mit dem Nachtlicht-Skin ist auf jeden Fall ein cooler Skin. Im Ramiro-Style eben halt. Hat auch ein bisschen Schwitzer-Stil und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Dann habe ich hier den Lead-Schwinger und ist auf jeden Fall eine coole Spitzhacke. Etwas extravagantes für 5 und T-Bucks, sieht vollkommen klar. Auch mit dem Mikrofon passt das sehr gut zusammen. Ja, gibt es eben halt so sonst nicht. Dann haben wir den Elektro-Swing-Emote. Auf jeden Fall cooler Beat vom Emote. Für 500 V-Bucks lohnt sich der auf jeden Fall. Kann man gerne kaufen. Und das geht vollkommen klar. Dann haben wir hier den Sternnachtflug Gleiter. Ist auf jeden Fall auch wieder etwas sehr, sehr Extravagantes. Kann man sich sehr gut kaufen. Ja. Sonst haben wir hier dann den Rabatt-Skin. Für 1200 V-Bucks geht er klar. Hat ganz schön viele Elemente. Ist jetzt nicht mein Favorite hier mit der Maske. Aber hinten die Haare sehen ganz cool aus. Hier so schon ein bisschen wie Eis. Und das hat eben halt so ein Fallout, ja, Stil. Da habe ich hier Fackelwirbel, 9 Emote. Sieht auf jeden Fall cool aus, vor allem wenn man den Ember-Skin drin hat. Halt mit den Feuern. Ist auf jeden Fall sehr cool. Für 800 V-Bucks geht er vollkommen klar und lohnt sich auch zu kaufen. Habe ich hier den Taro-Charakter, ist auf jeden Fall ein ziemlich farbenfroher Charakter. Und sieht auch echt ganz cool aus hier hinten mit dem Backpack und unten den goldenen Elementen. Lohnt sich auch. Und man muss dann eben halt entscheiden, welchen man lieber nimmt. Die sehen sich ja doch schon relativ ähnlich. Der Skin, alle männliche und der weibliche. Wobei mir der männliche hier eher ein bisschen gefällt, weil die Maske nach vorne ein bisschen cooler aussieht mit mehr Elementen. Aber ist ja jedem seine Geschmackssache. Dann haben wir den Torwächter-Spitzhack. Sieht auch cool aus mit den roten Elementen. Und eben halt hier unten im Schwert. Vorne so ein bisschen gesplittet. Sieht sehr cool aus. Dann haben wir noch den Flugkarpfen dazu. Der sieht auch cool aus hier unten mit dem Papier, das rumschwingt. Und eben halt mit den Flügeln. Dann haben wir ganz links das Nimmermeer-Set. Der sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Eben halt ohne wirkliches Gesicht, nur die Augen, die rausleuchten, ist immer schon ein sehr düsterer Charakter. Für 2000 V-Bucks geht allerdings klar. Die weibliche Version ist immer ein bisschen dünner dagegen, allerdings sind die Flügel wirklich extrem cool und man hat natürlich noch einen Contrail dazu, das man beim Männchen-Skin eben nicht bekommt. Und die Flügel sehen auch wirklich sehr cool aus. Aber den eisernen Schnabel sieht auch ganz cool aus hier mit dem Effekt in der Spitzhacke selbst drin. Kann man sich auch gut kaufen. Und dann haben wir den gefiederten Flieger, der auch cool aussieht. Jemand mit den Flügeln hier. Für 800 V-Bucks geht er vollkommen klar. Das war's mit dem Rette-Welt-Shop. Dann gehen wir mit dem Battle-Royale-Shop. Dann gehen wir in den Rette-die-Welt-Shop rüber. So rum. Und dann haben wir hier im Item-Shop. Das legendäre Trollschatz-Lama lohnt sich überhaupt nicht. Da kommt größtenteils nur Müll raus. Das brauchen wir nicht kaufen. Upgrade-Lama ist da wieder. Ja, fast genauso gut und kostet eben halt ein Zehntel nur davon. Ja, deshalb sollte man sich das eher nicht kaufen. Ja, und das war's mit dem Video und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao.